Gesucht war die innovativste, originellste, im Hinblick auf die Gesamtwirkung erfolgreichste Bibliothek Baden-Württembergs. Und insgesamt knapp 30 Bibliotheken im Land haben sich der Herausforderung gestellt und sich für den vom Baden-Württembergischen Bibliothekenverband zusammen mit dem Sparkassenverband ausgeschriebenen Preis beworben. Wir haben einen Hauptpreis, der vor allem das Konzept bewerten soll. Gelingt es, die Bibliothek in vielfacher Weise ins Stadtleben zu integrieren, Kooperationen zu schaffen? Gibt es einen hohen fachlichen Anspruch und all diese Dinge? Dabei achten wir allerdings schon immer darauf, dass es auch deutlich mehr ist, als es vom Budget her eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Denn sonst würden wir die ganzen Kleinen natürlich von vornherein schon sehr benachteiligen. Zahlreiche bemerkenswerte Ansätze, die besonders in den schwierigen Pandemiezeiten das Angebot der Bibliotheken mit Leseangeboten für Jung und Alt aufrechterhalten haben, wurden von der Jury begutachtet. Am Ende gab es einen Gewinner des mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreises. Die Stadtbibliothek Ludwigsburg. Wir haben eine Ausstellung, die auf Nachhaltigkeit und Energie sparen und all diese Themen, die wir eigentlich im Zuge vom Klimaschutz brauchen. Das andere ist, es ist eine ganz klassische Bibliothek mit Büchern, die man ausleiht oder auch Onleihe, ganz normal, wie es auch viele Bibliotheken haben. Aber dann haben wir auch viele Veranstaltungs- und Seminarräume, in denen die Volkshochschule ihre Veranstaltungen macht. Zudem gibt es eine ganz enge Vernetzung zu unseren Schulen, zu unseren Kitas und ein sehr ausgeprägtes Programm zur Leseförderung vom Kindergarten bis zum Ende der Grundschule. Wie ein Zehnkämpfer in der Leichtathletik hatte die Ludwigsburger Stadtbibliothek in allen Kategorien überzeugende Leistungen gezeigt. Beim in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehenen Bibliothekenpreis gibt es darüber hinaus noch den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis. Der ging nach Isny im schönen württembergischen Allgäu gelegen. Passend dazu wurde die dort typische Moorlandschaft in der Bibliothek als Büchermoos für spielerische Naturerlebnisse nachgebaut. Und dann gab es in diesem Jahr noch einen Corona-Sonderpreis für die Gemeindebibliothek Bad Schönborn. Wir schreiben gemeinsam mit den Jugendlichen ein Buch. Wobei das da nicht vordergründig um das Buch an sich ging, sondern darum, mit den Jugendlichen in den schweren Zeiten von Corona, was unweigerlich für Jugendliche eine schwere Zeit war, in Kontakt zu treten, sich mit ihnen auszutauschen, ihnen eine Plattform zu bieten, um einfach über sich und ihre Situation zu sprechen. Förder- und Hauptpreise kosten Geld. Gut also, wenn man einen an nachhaltigem Engagement interessierten Partner zur Seite hat, der zudem im ganzen Land präsent und kompetent vernetzt ist, die Sparkassen. Wir sind heute mit einem Medienangebot konfrontiert. Naja, jetzt will ich da nicht sagen, was ich davon halte, aber da ist doch ein ganz gehöriger Teil, jetzt sage ich es mal einfach gut schwäbisch, Misch dabei. Und wenn da Bibliotheken da sind mit ihrem breiten kulturellen Angebot, mit Literatur, mit allem, was heute Bibliotheken, sie sind ja multimedial, das ist ein wunderbarer Ort der Kultur, deshalb unterstützen wir gerne. Die Entscheidung der Jury zur Vergabe des Bibliothekenpreises 2021 war knifflig, so der Vizepräsident des Baden-Württembergischen Städtetags. Denn es gibt einfach zu viele gute und originelle Ideen der Bibliotheken im Land.